So, und da bin ich wieder. Mann, 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 was ist denn heute nur los hier? Ich muss immer wieder unterbrechen. Da hätte ich die Aufnahme gar nicht erst starten brauchen. Aber ich will das hier weiterspielen, weil das einfach nur so genial ist. Und ich spiele die Episoden an sich immer so gerne. Also ich könnte eben echt mehrmals spielen, auch mehrmals aufnehmen, irgendwie, weil es immer wieder anders ist. So, wollte ich jetzt eigentlich mit Clementine There's a reden, ob note die mir einen pad. Bleistift irgendwie hat. Do you have any pencils or anything in your pack? No, I wish. Maybe in the RV. What do you need it for? There used to be something written on the notepad that I need to know about. Oh, well, if you don't end up using it, I'd take it. I like to put leaves between the pages and color over them. Like make a rubbing. Yeah, it's fun. Das ist doch mal eine gute Idee. Gut, gut, gut. Dann gucken wir mal im RV, ob wir da was finden. So, und da ist auch der Bleistift. Ja, perfekt. Beim letzten Mal, als er beim ersten Mal gespielt habe, habe ich mich dumm und dämlich hier nach dem Bleistift gesucht. Bis ich dann herausgefunden habe, dass der da so in dem Eimer drin steckt. Man übersieht den aber auch schnell, das ist das Problem. Wenn er da hingeht, dann übersieht man den echt schnell. Also da muss man echt vorsichtig sein. Aber jetzt habe ich ihn ja gefunden. Können wir mal gucken, wie wir die Maschinen starten können. Und dann sind wir hier auch bald schon wieder weg. Gehen wir mal hier rein. Cap Door wieder. So, und da ist das Teil. Da fangen wir den Bleistift. Zack. Can you read it Perfekt. now? Yeah, should be able to just follow the steps to get the engine on. Sounds good. Okay, wir müssen als erstes auf die 3. Da müssen wir die Schalter so setzen. Okay. Dann machen wir das doch mal. Mal hier nach. Nein, nein, da will ich nicht hin. Ich will die Konsole. Okay, die 3. Na, nein, komm schon. Gib mir Break. Gib mir. Nein, die 6 ist das. Ah, verdammt, das habe ich vergessen. Notepad. Achso. Also da steht was von 3, deswegen. Aber es scheint wohl die 6 zu sein. Beide runter, beide hoch. Hoch, runter, hoch, okay. Scheint aber auch nichts anderes zu sein. Drücken wir mal hier drauf. Die müssen runter. Er muss hier hoch. Er muss hier hoch. Dann der muss auch hoch. Und der kleine ganz hinten muss auch hoch. Zack. Son of a bitch! Whatever you did, lit the dash up. So far, so good. Yeah. So. Was kommt als nächstes? Die Nummer 5, da müssen wir den Hebel einmal drehen. Okay, das heißt, das wäre dann, einer muss so bleiben und der andere muss, ist glaube ich so, war das. Nochmal nach. Ach, jetzt bin ich da weggegangen. Nein, das ist jetzt genau andersrum gewesen. Verdammt. Also, eher so. Und eher so. Now we're talking. Perfekt. Jetzt gucken wir nochmal nach. Jetzt müssen wir auf die Nummer 9. Und die ist nicht hier, die ist da hinten. Die haben wir ja schon gesehen. Müssen wir jetzt nochmal die Nummer 9 aktivieren. Ich glaube, einmal nach links drehen, einmal nach rechts drehen und dann ist das Ding aktiv. So war das irgendwie. So. Einmal kurz gucken. Einmal nach links und einmal nach rechts. Okay. Mehr will ich gar nicht wissen. Also einmal da lang. Flip. Und einmal da lang. Ja, geile Sache. Holy shit, we're golden. What about Duck? What about it? Look, Kenny, it's something we're gonna have to deal with. Did you not hear Cat? We don't know shit, Lee. Let's fucking enjoy this. Mom, let's see if she'll move. So, gucken wir mal nach, ob sie sich bewegt. It's all yours. Bewegen wir den Hebel. Ja, 2 Meter und das war's dann. Ja, das Ding ist eingerostet. We're still attached. Can you go find out where we're stuck? Get us unstuck? Yeah. Dann machen wir das mal. Ba, 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 ba.
Lee ist unterwegs und rettet den Tag. Zack. Müssen wir hier wieder rein. Und dann müssen wir hier raus. Jetzt gehen wir nämlich auf die andere Seite. So. Und das müssen wir dann jetzt wieder bewegen. Ah ne, ist kaputt. Stimmt ja. Gucken, ob wir damit weiterkommen. Yeah. Geile Sache. Hey Kenny, we're loose. Dann hätten wir das, ja. Dann können wir auch wieder hier gehen. Sehr schön. Ich bin begeistert. Besser kann es gar nicht kommen. You touch any of my stuff? I took the map of the train routes. That's fine. You can have that. Really? Yeah. I got them all right up here. I guess it's no worse for wear. Name's Chuck. Charles, if you fancy. Lee. That your crew outside? Yeah. And the guy up in the cab. Him too. I saw you walking through here and thought about scaring the pants off you. What? But I couldn't force myself to do it. You're still kind of freaking me out. Train folks do that. Already met everyone outside. They all warmed to me right quick in direct sunlight. You met Chuck. Yeah, I did. It's so nice to meet someone normal for a change. He gave us candy. Ben too. Er guckt, was ist mit mir? Süßes? Ist meins, meins, meins. Welcome. Thank you. You met Kenny? Sure did. Man shares my love of the road. That's for sure. I'm awful sorry your son's not feeling good. I appreciate your concern. Well, with a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle in no time. And I can offer y'all whatever I got, although it ain't much. Thank you. We'd like to do the same. Why don't we hold off on the... Stay with us. We'd like the company. So, okay. Was machen wir jetzt? Reden wir mal mit Katja, gucken wir, wie es ihr geht. How's the... I don't know. Tired. Which could mean a lot of things, right? Yeah. His body's probably fighting whatever's in it. Exactly. Would you have left Lily back there? On the side of the road like that? Yes, Lee. Yeah? We have to have lines. Yes, I would have left her. Okay, then. Has Clementine said anything to you about Carly or Duck or anything? I'm worried about her. No. That little girl is a puzzle. Yeah, she is. Poor Carly. Where did yesterday go? I don't know. Are you okay? I know you were fond of her. I'm fine. Don't worry about it. I do. I liked her, but she's gone now. I'm sorry, Lee. Anyway, let me know if anything changes here. Okay, reden wir jetzt nicht weiter mit den Leuten. Gucken wir, was er hat. So that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah. Great. We don't got much left, so just gather whatever you have. Let's go. Wanna ride? Well, it sounds like you're taking my home.
That's a yes, then? And find anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Doc's sick. Get on the train, Clementine. He's getting sicker. Let me look at him. Is the train really a good idea with Duck like that? Maybe we should focus on one thing at a time. Yes. What can we do here? We get on the train and we find something better. That is the plan. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through! Get on, Cat. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. Irgendwas wollte ich jetzt sagen. Ich weiß nicht mehr was. Okay, drücken wir den Hebel nochmal. Oh yeah. Wumms, wir fahren. Oh yeah. Der gute Mann verliert seinen Sohn bald, das ist schlecht. Ein Zombie ohne Arm. Ja, armer Kerl. Und da kommt der Zug. You gotta be hard on you, eh? Three adults, taking care of three kids. No disrespect, son. It is. Your daughter's something else. She's not. She's a survivor. Takes after her dad, looks like. Lee! Lee, I need you. Right now. I need you to go get Ken. What's... Would you get that off his face? My hands are full here. Komm. Das Tuch nehmen und dann nehmen wir das Gesicht ab für schnell, arme Kerl, ey. Get that off his face, please. Mama, Doug. He's out of time. We need to stop this train. Okay. Reden wir mal mit Kenny. Der Zug muss jetzt stoppen. Also so langsam wird's für Duck Zeit. Armer Duck. Ganz gemütlich immer rumschlendern. You need to stop the train. Kenny. What? Ken. What the hell's that? Your son's blood. Get out of here, Lee. You know he's dying. Nobody knows shit. He'll be fine. He won't be. He's going, Kenny. What is the goddamn deal? He's a little sick, but we can't just quit. It's a scratch. He's not like the others. Jesus, all y'all are just making it worse. Stop the train. Stop it, goddammit! Fuck you, Lee. You're gonna listen. Or what? Jetzt können wir uns entscheiden. Hauen oder reden? Calm down and... How the fuck do you calm down after a day like today? By talking to your friend. You think you're the reason Duck was bitten? Like you had this coming or something? You didn't kill Herschel's son. Yes, I did. And now it's catching up to me. That's not what went down. You looked out for your kid. Bad thing happened to someone else's. There ain't no way this
this world lets my son live when I help put someone else's in the ground. That's not the way it works. You know that. Stop the train, man. Ja, man muss nicht alles mit einem Schlag sozusagen seine Argumente mit einem Schlag zu verdeutlichen. Man kann es auch mit Reden schaffen, wenn man es ordentlich und vernünftig macht. So wie Lee. Und ich würde es genauso machen. Anstatt jemanden auf die Fresse zu hauen, würde ich ihn auch zur Vernunft reden irgendwie. Tag. Tut mir richtig leid, der Junge. I think it's time. The boy's been bit. In case you haven't figured that out.